Jungs und Mädels, habt ihr einen Kalender geguckt? Das ist Freitag, oder? Es wird allerhöchste Zeit für What zum Freitag. Und heute habe ich ein What zum Freitag, das kennt jeder. Jeder kennt, egal welcher Landkreis, egal welches Bundesland, ja, UVV-Tag. UV-Tag, Sicherheitstag, wenn es der höhere Dienst organisiert, dann heißt es meistens Unfallpräventionstag, dass es nicht so plump klingt, dass es ein bisschen mehr Pep hat. Hä? So, man trifft sich, ich weiß nicht warum, aber man trifft sich grundsätzlich im Landratsamt. So, Landratsamt, Teppichboden, die Treppe geht's hoch, Aufzug außer Betrieb, der Teppich geht hoch bis in der Sitzungssaal. Im Sitzungssaal alles schnieke hergerichtet, saubere Stühle mit weißen Füßen, roter Teppich, Buchenholztisch. Da trifft sich normal die High Society der Kreispolitik. Jetzt kommt die Creme de la Creme der Forstwirtschaft, 8.15 Uhr. Hä? Die Busche kommen aus alle Himmelsrichtungen angeflogen. Große Parkplatzstreiterei, wer parkt wo? Der Hausmeister zieht so ein Gesicht, bestellt schon mal 230 Kubikmulde, dass er den Dreck, was von den Busche abfällt, irgendwie wieder wegkriegt von seinem Parkplatz. So, jetzt geht die 64 Leute mit ihren 64 Hund, ja, überwiegend Rüde da hoch. Der erste Hund in der Schlange denkt sich jetzt, ach, die Eingangstür, eigentlich könnte es hier mehr Territorium werden. Erstmal markiert. So, Eingangstür markiert. Jetzt ist nur das Problem, dass noch 63 andere Rüde hinterherkommen, die natürlich auch alle denken, ach, eigentlich kein schlechtes Territorium, man könnte mal die Eingangstür markieren. Nach 10 Minuten ist die Eingangstür blinde, wie so Milchglas in der Dusche, kannst du rausschmeißen, neue kaufen. So, die Creme de la Creme der Forstwirtschaft geht hoch in den Sitzungsraum. Beim Runterlaufen kannst du Bodenkunde machen. Du kannst die Schritte einer einzelnen Kollegen zuordnen und sagst, ach, guck rein, der Knollemerkel, das kann nur das Revier 403 dahin sein aus dem Schönbuch. Oh, der Kollege, wo ist er hingelaufen? Weißt du, die Putzfrau, die weiß nicht mehr, ob der Teppich mal rot oder braun war. Dann geht irgendwann das ganze Ding los. Bla bla, die Unfallzahl, alles wird analysiert. Die erste Reihe schläft bis 12.15 Uhr. Alles, was grün angezogen ist und eine Wappe hat, 12.15 Uhr, Mittagessen, oder? Der ganze Tag steht die Tagesordnungspunkt dran, Mittagessen ist die Mitte. Auf einmal, bis du realisierst, dass wir beim mittleren Tagespunkt Mittagessen ankommen sind, sind all die grün mit Landessymbol gekleidet sind, schon weg. Du bist allein in dem riesen Sitzungssaal, gehst runter in die Kantine, bist der Letzte in der Schlange. Guckst auf die Uhr, der höhere Dienst, natürlich das Ganze mit Pep organisiert. 12.25 Uhr, 12.40 Uhr geht's weiter. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt bist du in der Schlange der Allerletzte. Der ganze Tag steht ein Tagesessenpunkt dran. Mittagessen, Hirschgulasch mit Knödel. So, pass auf, jetzt stehst du natürlich hinter dem einen, der eingeladen worden ist als Vertreter für den Naturschutz mit seinen Trekking-Sandalen. So, jetzt kommt er dran, die Frau von der Ausgabe. Natürlich vom Landratsamt wird alles Dienst nach Vorschrift, 10-Punkte-Plan, Ausgabe bei Essen mit Corona. Sagt er, ach so, Hirschgulasch. Ich hab nicht gewusst, dass da Fleisch drin ist, ich bin doch Vegetarier. Jetzt Alarmstufe rot, weil im Tagesordnungspunkt in der Corona-Liste steht nicht dran, wie reagiert man auf jemand, der vegetarisches Essen will, wenn es Hirschgulasch gibt. Du verzweifelst in der Schlange, du denkst, du kommst nicht mehr an. Irgendwann hast du dein Essen. So, jetzt hast du den ersten Teil vom UVV-Tag schon überlebt. Jetzt, Jungs und Mädels, jetzt kommt die größte Gefahr. Praxisteil. Bildet sie bitte Fahrgemeinschaft, dann geht's los. Wildes Aussteige, Einsteige, Umräume. Und die Revierleiter, die haben immer so Ledertäschchen. Kennt ihr das? So Ledertäschchen. Die ganz coole, die jagdlich engagiert sind, haben so eine Tactical Flecktarntasche dabei. Hä? Einräume, Umräume, nee, also Fahrgemeinschaft. Irgendwann sind 64 Teilnehmer, fahren mit 64 Autos, weil dem sein Rüde sich nicht mit der Hündin versteht und die läufig ist. So, jetzt setzt sich die Schlange in Bewegung. Der höhere Dienst hat wieder Pep und ist voll dabei, fährt über die orangene Ampel. Die 63 Autos, die da hinkommen, haben jetzt ein Problem. Die wissen nämlich nicht, wo es hingeht. Irgendwann fällt dem Trainee ganz hinter ein, ach, ich hab da mal ausgezeichnet, überholt alle, ja, fährt dann an die Spitze und nimmt die Führung an ins Revier, dass man den richtigen Weg findet. Alle Kollegen ziehen so Gesicht, ey, warum kriegt der im Revier den Trainee zum Auszeichnen, ich nicht. So, jetzt denkst du, jetzt kann nicht mehr viel passieren, du bist gleich da. Jetzt fährt die Armada mit 64 Autos in den Waldweg rein. Zack, was passiert vor dir? Schwäbischer Albverein, Jahrgang 1924, macht einen Wanderausflug mit 65 Leuten. Herzlichen Glückwunsch, bis die auf der Seite sind. Ist eigentlich schon Abenddämmerung, dass du vorbei kannst an deine Praxisstation. Hä? Höre mir auf, oder? Das ist überall das Gleiche, dass du den UVV-Tag an sich überleben kannst, ist eigentlich das größte Wunder. Das größte Sicherheitsrisiko ist, bis du in der Praxisvorführung im Wald bist.
So, irgendwann 16.28 Uhr. Ja, alle sind froh, dein Kopf ist voll mit Unfallzahlen, Neuigkeiten. Du packst deinen Sach zusammen. Es gibt immer noch einen. Es gibt immer den einen Sicherheit, Safety, Extrem, Sicherheitskolleg, der sagt, ich hab da noch eine Frage. Und dann geht's los. Dann wird da diskutiert bis nachts über Sprühdose und giftige Farbe. Die alte Kollege, oh, ich hab noch so einen weißen Behälter zum Grenze markieren im Keller. Das ist noch richtige Farbe. Das ist verboten. Die ist nicht gesundheitlich für der Richard. Höre auf. Du willst eigentlich nur noch heim, oder? Das ist überall das Gleiche. Jungs und Mädels, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Mal gucken, was die Messe macht. Ich hoffe, nächstes Jahr kehrt wieder Normalität ein und wir können Bier auf der Messe trinken. Ich hoffe, wir hören wieder öfter voneinander. Ich habe relativ viel um die Ohren gehabt. Wie gesagt, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns.